Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Update-Video. Es ist so lange her, dass wir hier gesessen haben, aber ihr habt es euch gewünscht, dass ich öfters mal wieder solcher Videos mache oder zumindest mal einen Ausblick gebe, was denn so geplant ist oder wie das denn so aussieht, was euch erwartet. Und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt setze dich mal wieder hin und machst mal wieder ein Video. Ich möchte aber gar nicht lange quatschen. Wir reden heute einmal über Streams und Videos im Allgemeinen, also nicht nur auf Gaming bezogen, sondern was euch so erwarten könnte. Der größte Teil natürlich wieder Gaming. Und wir fangen direkt an mit einer Sache, die sich über die letzte Zeit ja so entwickelt hat. Ihr wisst, ETS ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, da habe ich ja auch ein Video zu gemacht und habe da schon mal drüber gesprochen. Ist momentan nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich muss jetzt täglich ETS spielen und so. Es macht weiterhin Spaß, keine Frage. Es kommt auch weiterhin. Wir werden weiterhin Touren-Konvois, Frachtkonvois fahren, das Ganze in den Streams abwechseln. Und es sollen auch weiterhin Tutorials kommen, wie jetzt Pro-Mods. Es soll auch weiterhin noch was kommen zum Euro Truck Simulator. Also das stirbt nicht aus. Aber, jetzt kommt das Aber. Der Fokus auf meinem Kanal hat sich ja ein bisschen verschoben. Ihr merkt das anhand der Streams natürlich. Es kommt jetzt sehr viel Assetto Corsa Competizione. Denn jetzt, wo ich das Ganze ein bisschen tiefgreifender mache, mehr fahre, mehr ins Training investiere als sonst, als früher, wo ich einfach mal so ein bisschen drauf losgefahren bin, jetzt LFM fahre, als Ziel Endurance-Rennen habe, vielleicht sogar mal ein 24-Stunden-Rennen, das ist auf der Nordschleife, das ist das Allerhöchste, was ich mir vorstellen könnte, was wir mal zusammen im Team fahren, denn wir haben auch ein Team in Assetto Corsa Competizione und ich bin da voll dabei jetzt momentan und es macht mir unheimlich viel Spaß, dafür zu trainieren, diese Rennen zu fahren. Sie machen unheimlich viel Spaß, wenn wir enges Racing haben. Ich habe mich da jetzt auf GT3 und GT4 schon festgelegt, dass das so meine Serien sind. Und ja, deswegen, wie gesagt, der Fokus hat sich so ein bisschen von ETS gerade auf Assetto Corsa Competizione geschoben. Und das merkt man halt auch an den Streams. Und ich denke, das wird auch in Zukunft erstmal so bleiben. Ob der Fokus dauerhaft auf ACC liegt oder ob wir doch nochmal in irgendwelche anderen Spiele auch reinwechseln oder schauen. Ich habe immer gesagt, iRacing ist nicht so meins. Muss ich auch weiterhin sagen, so als Zuschauer finde ich iRacing einfach nicht so ansprechend wie Assetto Corsa zum Beispiel. Auch wenn da das Racing sehr gut sein soll. Oder auch andere Spiele. Vielleicht schauen wir uns mal andere Spiele an. Ist im Moment auf jeden Fall mal nicht ausgeschlossen. Vielleicht auch mal wieder Formel 1 irgendwann oder so. Müssen wir mal schauen, momentan aber alles auf ACC zugeschnitten. Und ich meine, wir hatten auch schon richtig geile Rennen. Wir sind gerade am Aufbauen unseres Teams. Das kommt ja auch noch dazu. Und dementsprechend schaut doch einfach gerne mal vorbei bei Assetto Corsa Competizione in den Livestreams. Es gibt auch Videos dazu von spannenden Rennen, von bestimmten Rennen, nicht von allen. Aber wo ich mir denke, es ist spannend, das nochmal nachzuerzählen oder reinzuschauen. Da gibt es tatsächlich auch Videos zu. Und wie gesagt, wir haben ein eigenes Team. Wenn ihr Bock drauf habt, auf Motorsport, auf Assetto Corsa Competizione, auf LFM, weil da besteht das Team halt gerade und da fahren wir hauptsächlich unsere Rennen, dann kommt zu uns. Nehmt am Trainingsteil, unterstützt uns. Wir unterstützen uns da auch sehr gegenseitig. Wir tauschen Setups aus, wir helfen uns gegenseitig bei der Strategie. Das Ganze ist wirklich auf Teamgeist ausgelegt. Und wir wollen gemeinsam das Ganze oder ein Ziel erreichen, zum Beispiel an einem 24 Stunden auf dem Nürburgring, auf der Nürburgring Nordschleife teilnehmen. Und das funktioniert halt nur, wenn wir gemeinsam als Team agieren und das ist uns halt einfach enorm wichtig. Egal wie gut ihr seid, egal wie schlecht ihr seid, sagen wir es so, ihr seid willkommen. Wir haben Fahrer von einer ganz breiten Spanne. Und Beispiel Spa, da kann man das, glaube ich, immer ganz gut dran sehen. Meine absolute Bestzeit ist, glaube ich, 2.17.8 oder sowas. Im Schnitt fahre ich 2.18, 2.19, wenn es gut läuft. Wir haben Leute, die fahren 2.20, wir haben Leute, die fahren 2.22, wir haben Leute, die fahren 2.24. Völlig egal. Wir unterstützen alle gegenseitig. Auch die Fahrer unterstützen mich nochmal und sagen, hey, hier, komm, jetzt mal oder so. Ne? Oder bei der Strategie. Da müsst ihr nicht unbedingt schnell auf der Strecke sein.
strategiemäßig könnt ihr trotzdem unterstützen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, kommt gerne vorbei, kommt gerne in unser Team. Wir freuen uns und je mehr Leute wir haben, je besser ist natürlich auch der Austausch untereinander. Und ja, vielleicht kann man irgendwann ja auch in Endurance-Rennen mal mehrere Stunden mit zwei Fahrzeugen pro Team antreten. Auf einem Fahrzeug 2 Leute, auf einem Fahrzeug 3 Leute und dann 2 Fahrzeuge pro Team. Wäre richtig, richtig cool. Das sind auf jeden Fall unsere Ziele und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir da in diesem Team halt einfach auch noch wachsen und den einen oder anderen da sehen werden. Ihr müsst nicht mal im LFM schon dabei sein. Euer Ziel ist es vielleicht, das noch zu erreichen. Dann kommt einfach vorbei. Wir versuchen euch da auf jeden Fall weiterzubringen. Ansonsten, das so der große Bereich läuft ja arg momentan. Das geht auch noch eine ganze Zeit weiter. Vielleicht gibt es ja sogar noch DLC-mäßig dann irgendwann was, wenn wir dieses Projekt abgeschlossen haben. Wir wollen ja wirklich zumindest mal einen Endboss besiegen, was wir in Arg noch nie gemacht haben. Das so richtig spielen, wie es vorgesehen ist, um eben dahin zu kommen. Das ist momentan unser Ziel. Und vielleicht gibt es ja danach noch zum Beispiel Bob Tails, ein sehr, sehr cooles DLC. Vielleicht gibt es ja dann dazu auch noch mal was. Survivors, because Bob's got stories for you. Tales chock full of rip-roaring old western adventure. Hitch up your dinosaur, pals, and mosey on by for a big heaping helping of Bob's Tall Tales! Oh yeah, now we're talking. Ja, ansonsten gibt es noch eine etwas größere Sache, die jetzt ansteht. In 1, 2, 3 Wochen möchte ich gerne mit Transport Fever 2 nochmal starten. Da gab es ein sehr, sehr großes Update, das letzte wohlgemerkt. Mal gucken, was da sonst noch so kommt zu Transport Fever. Also, ne, was da der Nachfolger möglicherweise sein soll, weil Transport Fever 2 scheint ja damit beendet zu sein für die Entwickler. Mal gucken, was kommt. Und das Ganze möchte ich mit einem Skandinavien-Teil oder einer Skandinavien-Staffel abschließen. Wahrscheinlich, weil es wird möglicherweise die letzte Transport Fever-Staffel im Stream-Format sein, so sagen wir es mal. Denn in Zukunft ist auch noch etwas anderes geplant, das aber dann als Videoformat. Dazu möchte ich aber gerade noch gar nicht mehr sagen. Das wird dann nämlich auch erst nach dieser Staffel stattfinden. Genau, Skandinavien, skandinavische Züge, schwedische, norwegische, finnische, dänische, alles was man da so findet. Ich habe die Mods zusammengesammelt. Ich brauche jetzt noch eine Karte. Je nachdem, ob ich eine coole finde oder die selbst gestalten muss, zieht sich das oder fängt relativ schnell schon an. Aber das soll auf jeden Fall jetzt zumindest mal bis Ende des Jahres wahrscheinlich wieder in Richtung Aufbauspiele-Streams kommen. Ansonsten ist danach als Stream im Aufbaugenre möglicherweise Cities Skylines 2 geplant. Ich hoffe, dass bis Ende des Jahres da auch weiterhin noch Updates kommen, die das Spiel besser machen, sodass man das dann
richtig gut spielen kann. Es gibt ja mittlerweile auch Mods und dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir dann auch da ein richtig, richtig gutes Spielerlebnis haben. Ich möchte beide Projekte aber nicht zeitgleich laufen lassen, weil ja, Aufbau ist einfach nicht der größte Teil hier auf dem Kanal momentan und deswegen soll das dann so gestaffelt stattfinden. Ja, immer wieder kommen dann natürlich auch mal kleinere Streams. Wir hatten The Bus und sowas. Flight Simulator kommt bestimmt mal wieder. Also dies, das auf jeden Fall mal, um so ein bisschen Abwechslung zumindest reinzubekommen. Und ich möchte unheimlich gerne eigentlich Retro-Gaming wieder zurückbringen, wo wir in ältere Spiele mal reinschauen. Wir hatten ja schon mal Extreme Snarkers, wir hatten LS und sowas. Und ich möchte das mal nutzen und das noch mal weiterführen. Vielleicht gibt es ja noch mal Spiele, die auch euch interessieren, wo ihr sagt, hey, vielleicht schon 10 Jahre alt, wollen wir aber mal sehen bei dir. Können wir gerne mal machen, versuche ich irgendwie dann mal mit einzuplanen. Vielleicht kriegen wir das auch in einer Regelmäßigkeit hin, zum Beispiel immer einmal im Monat, immer den ersten, weiß ich nicht was, im Monat oder sowas. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, wäre zum Beispiel aber auch eine sehr, sehr coole Sache, wo ich persönlich auf jeden Fall auch Bock drauf habe. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, jetzt in den letzten Streams, ich habe es geschafft, mein komplettes OBS zu überarbeiten und auch die Streams komplett zu überarbeiten. Wir haben jetzt Startszenen, wir haben Pausenszenen, wir haben Endszenen. Es ist für mich deutlich einfacher und ich finde, die Streams sind dadurch auch, was das Äußere angeht, durchaus hochwertiger, dadurch, dass nicht einfach nur ein Thumbnail reingeklatscht ist, sondern dass das wirklich eine richtige Szene ist, man gleich startet, dann läuft der Countdown runter und dann geht es auch wirklich los. Drivers, start your engine! Wenn zum Beispiel in Ark mal irgendein Problem war, Server neu gestartet werden musste und so, war es bisher so, ich hatte meine kleine Kamera, da musste ich Pause machen, da musste ich entweder wieder das Thumbnail einblenden, man hat mich nicht gesehen, ich wollte aber eigentlich was erzählen, total dämlich. Und jetzt habe ich dafür eine extra Szene zum Beispiel, wo man dann wirklich nur mich sieht, weil das Spiel gerade aus ist, wo ich dann trotzdem mit euch reden kann. Richtig, richtig cool und ich muss sagen, mir gefällt das gut. Das wird noch weiterhin überarbeitet. Momentan steht ARK, ETS und ACC so erstmal da mit einzelnen Szenen. ARK in grün, ETS in blau, ACC in rot gehalten, sodass das Ganze halt auch so seinen eigenen Touch so bekommt. Und ja, ich bin damit erstmal recht zufrieden, muss ich sagen. Würde aber nicht ausschließen, dass ich da nochmal Änderungen vornehme, dass das Ganze nochmal neu bearbeitet wird, dass da komplett neue Szenen mit reinkommen und so. Aber diese erste Bearbeitung habe ich auf jeden Fall gemacht. Schaut am besten einfach euch das mal live an in einem der Livestreams. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback gebt. Ja, das soweit eigentlich Richtung Streams. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch weiter zu erzählen ist. Das so der Plan, dass ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Thema Videos, ARK steht aus. Transport Fever 2 Megacity steht aus. Ich weiß nicht, ob es bei Transport Fever nochmal weitergeht, weil wir hatten ein extrem großes Problem mit dem Verkehr. Die Stadt hat eigentlich nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte, was meine Idee war. Mit dem neuen Update muss ich nochmal reinschauen. Ich hatte jetzt noch keine Zeit dafür, ob sich da vielleicht was ändert. Wenn das sehr, sehr gut laufen sollte, könnte ich mir vorstellen, da auch noch das Ende zu bringen, dann das Projekt zum Abschluss zu bringen. Bei ARK ist es momentan schwierig, weil einfach der Zeitaufwand viel zu groß war. Also ich habe mir da ein Projekt genommen, ich habe da teilweise 3 Stunden aufgenommen für ein 20-30 Minuten Video, weil ich einfach nur bestimmte Teile zeigen wollte. Und ARK ist ein Spiel, ihr seht das an den Streams, du brauchst einfach unheimlich viel Zeit, gerade alleine. Ich spiele nicht mal auf hohen Einstellungen, die das extrem schwierig machen und es dauert einfach alles sehr lange und diese Zeit habe ich nicht, mich abends mal 3 Stunden hinzusetzen für ein Video. Wenn ich das einmal pro Woche schaffe, kommt vielleicht gerade so, ich muss das auch noch schneiden. Ich muss diese 3 Stunden also auch nochmal schneiden dann irgendwie. Also dass das so aufwendig wird, habe ich nicht gedacht. Da habe ich ein bisschen gedacht, ja, ich nehme mal 1 Stunde auf, mache ein Video dazu. Weil ich wollte ja wirklich das, so wie es gelaufen ist, mit Nacherzählung und sowas, das machen. Das kam auch echt gut an bei euch. Aber mir fehlt halt einfach dafür die Zeit. Transport Fever, keine Frage. Wenn es gut läuft, dann werde ich das noch zu Ende bringen. Wenn ich feststelle, es läuft nicht, dann wird es da auch kein richtiges Ende geben. Denn dann macht es einfach keinen Sinn, da weiterzumachen. Aber was Positives angemerkt,
Es soll zu Weihnachten einen Adventskalender geben in Richtung Gaming, der ein paar Demospiele enthält, wo wir einfach mal gucken wollen, was haben wir denn für schöne Spiele? Was kommt denn vielleicht mal so? Einfach mal anzocken. Ne? Wir hatten ja die Angezockt-Reihe auch schon öfters mal, wo ich neue Spiele-Demos angezockt habe. Und das gibt's für euch als Adventskalender, in welcher Form auch immer. Müssen wir nochmal schauen. Das steht alles noch nicht ganz fest, aber könnt ihr euch drauf freuen. Und ha, vielleicht gibt's ja auch eine kleine Überraschung im Verlauf des Adventskalenders. Also, wenn es dann dazu Videos gibt, schaut am besten mal rein. Genau, ansonsten videotechnisch, ich hatte es gesagt, weiterhin geplant sind natürlich Tutorials zu ETS, wenn was ansteht und so. Keine Frage, das kommt auf jeden Fall. Und ansonsten hätte ich auch mal Lust wieder auf eine Thementour, die SCS-Thementour, wo ich über SCS gequatscht habe. Die kam ja mal richtig krass bei euch an. Und ich hätte Bock, sowas vielleicht nochmal zu machen, in irgendeine Richtung. Da könnt ihr gerne auch Themenvorschläge einbringen, wo man das halt auch so machen kann, wie ich das da gemacht habe, wo ich halt SCS wirklich mal Schritt auf, wo ich auf der Website dann da auch war und geguckt habe, wie viele Mitarbeiter, das mal so ein bisschen aufgedröselt habe und so. Habt ihr Ideen? Schreibt sie mal rein und dann gucke ich mal, was man da vielleicht als Video draus machen kann. Ja, und ansonsten, ihr wisst, Enduro-mäßig, SOC ist jetzt vorbei für dieses Jahr. Vielleicht kommt noch ein Nikolaus-Enduro, gucken wir mal. Genau, aber ansonsten ist Enduro thematisch da jetzt nicht mehr so viel. Allerdings haben wir eine neue Kamera und damit werden eventuell auch noch andere Videos folgen. Mal schauen, vielleicht von anderen Veranstaltungen, wer weiß. Schauen wir mal, was da so auf dem Weg noch entsteht. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, da auf jeden Fall in die eine oder andere Richtung auch zu gehen und eben nicht nur SOC-Videos zu bringen, sondern diverse andere Sachen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, zusammen mit Tomke da irgendwas zusätzlich noch auf die Beine zu stellen. Warum sollte man das dann nur für SOC benutzen, wenn man auch irgendwo anders noch Möglichkeiten hat? Und ich meine, das Ganze kommt ja auch sehr, sehr gut an bei euch. Ansonsten gibt es vlogtechnisch vielleicht auch noch mal was Neues, wobei jetzt wahrscheinlich Richtung Winter eher etwas weniger. Aber ja, da dann vielleicht zusammen mit Dennis noch mal irgendwas. Wir waren ja schon mal in Hamburg. Und da soll auf jeden Fall dann auch noch mal was kommen. Allerdings gibt es dazu noch nicht so wirklich Neuigkeiten. Wie gesagt, jetzt wettertechnisch ist jetzt auch nicht mehr ganz so cool. Müssen wir mal gucken, wann das dann halt einfach so angeht. Generell diese ganze Videotechnik jetzt so zu der Jahreszeit. Viel ist ja so auch nicht mehr an irgendwelchen möglichen Veranstaltungen oder sowas. Müssen wir einfach mal gucken. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Da soll auf jeden Fall was kommen. Wann? Steht in den Sternen. Aber ja, ihr wisst ja, manchmal verzögert sich alles ein bisschen bei mir und ist nicht so ganz geplant oder so. Aber ja, ist hier halt so. Müsst damit leben, ansonsten ja, tut es mir ein bisschen leid. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ich freue mich ja, dass ihr trotzdem immer da seid. So, genug gequatscht. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Zumindest steht da nichts mehr auf der Liste hinter der Kamera. Und von dem her wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr bei den Streams oder Videos einschaltet. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann, euer Gamezockt. Bye, bye.